Hallo YouTube, hallo Internet, da bin ich wieder nach einer kleinen Pause und wir legen auch schnurstracks los, noch bin ich motiviert, das wird sich sicherlich schnell ändern. Ich habe ein Streichholz, juhu, keine Batterien mehr in Reserve. Jeden Tag wieder so ein Rätselraten, ne? Wohin? Die Räume werden nicht weniger. Ja, das tut mir auch ein bisschen leid mit der Dunkelheit. Ich hoffe, ihr könnt überhaupt noch was erkennen. Wenn es ganz dunkel ist. Ich bin bemüht auf der Suche nach neuen Streichhölzern. Da komme ich doch gerade her. Ja, warum bin ich hier? Ich war kurzfristig, hatte ich mal echt eine Pause raus und naja, jetzt geht's gestärkt weiter. Bis ich dann wieder zum Therapeuten muss. Ja, ich weiß, ich bin sensibel. Ich werde auch jetzt dauernd aufgezogen deswegen, aber was willst du machen? Ach, du sahst auch schon mal besser aus. Zimmer. Auch nichts rum. Die Taschen haben sich immer so ein bisschen auf. Hier geht's nach draußen, oder? Das habe ich völlig mal ordentlich gesehen. Mann, nicht mal. Psst. Streichholz noch. Kannst du mal rausgehen? Ich kann mal draußen gucken. Vollmond, sieht er das? Da kann man sehen, wie schnell die Zeit vorbeizieht, wie er läuft. Der Mond sieht cool aus. Gefällt mir gut. Jetzt einfach hier durch und macht's gut. Nee, noch nicht. Vielleicht nach dieser Folge, ich weiß es nicht. Sollte es sein, dass ich dieses Let's Play abbreche, YouTube, dann wird es auf jeden Fall noch ein Part geben, wo ich dann mit euch nochmal drüber spreche. So.
gibt auch einige neue Pläne, aber das macht jetzt hier keinen Sinn, darüber zu sprechen. Okay. Ist der Kopf weg? Nee. Da hinten ist ein Licht. Ich glaube hier. Was ist denn das für ein Licht da? Ja? Ist der Leuchtturm? Das qualmt doch da, oder? Hm. Nee, wir wollen gar nicht weiter suchen. Jetzt hat sich gerade wieder irgendwas gedreht. Eine Statue oder so. Ich bin mir fast sicher, dass ich Geräusche aus dem oberen Korridor zum gegenüberliegenden Trakt gehört habe. Tja. Gegenüberliegenden Trakt. Wir können ja auch hier reingehen, ne? Immer noch auf der Suche nach Batterien oder Streichhölzern. Okay, egal. Hier ist es ja erstmal falsch. Dann machen wir es erstmal, bis wir in den oberen Trakt kommen. Komme ich denn da rüber? Muss ich jetzt hier geradeaus, oder? Da liegt das. Aha. Ich das letzte Mal übersehen anscheinend. Mal gut, dass wir hier nochmal lang gelaufen sind. Hallo? Boah, eine blöde Katze oder irgendwas. Hey, bin ich nie letztes Mal reingekommen, wenn jetzt alles zu ist? Die war auch zu. Ach, hier. Okay. Dann war hier vielleicht sogar schon richtig. Ich dachte, das wäre ein Streichhölzer. Ja, schade, auch hier ist keine Batterien und keine Streichhölzer. Vielleicht mal irgendwie Schlüssel? Nee. Okay. Batterie ist jetzt leer. Mann, wenn ich wenigstens eine Streichhölzer schaffe. Hier war das letzte Event, hier wird ja nichts sein. Okay, wenn er sagt obere, dann ist vielleicht noch eins, ja. Ist nichts. Kinderzimmer. Auch nichts.
Ja, mit diesen Hinweisen, das ist ja eigentlich toll, aber wenn du so orientierungslos bist wie ich, dann so viele Räume. Hat hier noch was? Nee. Da wird auch nichts sein. Oder ist das so dieser Gang vom können wir hier nochmal. Schrank ist nix. Dieser Gang gemeint vom Treppenhaus aus, der dann rüber geht in einen anderen Trakt. Richtig. Hier. Ist das gemeint? Nein. Tja, jetzt bin ich fast mit meinen Laternen am Ende. Ich meine, nochmal hoch, guck nochmal alle Räume durch. Und das mit fast überhaupt keinem Licht. Wie gesagt, ich kann es da nicht ändern. In der Atmosphäre wegen, also ich sehe wahrscheinlich jetzt mehr als ihr. Finde ich es ja nicht schlecht, aber es ist halt schade, wenn man ein Let's Play guckt und da kaum was sieht. Da komme ich auch eine Kerze. Aber halt keine Streichhölzer mehr. Was war da was? Ne, nur der Schatten. Von der hängenden Person. Ja, so, wenn ich so einen Schatten, ne? So einen Schatten hier in mein Haus hätte, ja? Das heißt, Haus in meinem kleinen 10 Quadratmeter, ein Zimmer. Apartment. Dann wäre ich aber schon ausgezogen. Ich glaube, ich hätte sogar die Möbel da gelassen. Tja, was macht man jetzt eigentlich, wenn man jetzt überhaupt nicht mehr weiß, wo soll ich jetzt hin? Müsste es so ein Notbehelf für Orientierungslose geben, dass man dann so ein, ja, so eine Art, keine Ahnung, so ein, ich zeige gerade mit der Hand, so ein wallenden Geister, Leuchtnebel auf dem Boden. So läuft die Tür auf. Achso. Ne, hier ist auch nichts. Linda, jetzt komm raus und wir gehen nach Hause und ich massiere die Füße und ich komm auch nie wieder zu spät nach Hause. Ja, andere machen den Part wahrscheinlich in 7 Minuten. Ich in 50. Da geht's wieder zum Übergang, richtig?
falsch. Spätestens über. Wo? Vielleicht so eine Geisterstimme, die sagt: Heiß, kalt, heiß, wärmer, noch wärmer. Jetzt wird's viel wärmer als heiß. Und schwupp, bist du da. Linda? Linda, mach keinen Scheiß. Linda, ich hab kein Streichholz mehr. Jetzt passiert wieder irgendwas. Irgendwas Fieses, ne? Okay, da müssen wir jetzt durch. Ich mach mir jetzt keine Sorgen um mich. Ihr wisst schon. Okay, ich komm jetzt zu darüber, okay? Streichholz. Das ist gut. Ich höre was. Jetzt müssen wir noch den Zettel finden. Es sah schon cool aus, wie sie da saß. Aber als Kind, ne, war das denn überhaupt die Länder? Weil er hat so eine Frau verloren. Oder war quasi, ich vermute ja mal, um mal so Denkanstöße zu geben, dass Linda hier früher irgendwie mal als Kind vielleicht aufgewachsen ist oder irgendwie, keine Ahnung, adoptiert oder so. Ja, jetzt war sie nicht... Moment, da bleibt ja nicht mehr viel über jetzt. Warte mal, da geht's ja wieder. Nee. Ach, so weit weg wird doch jetzt nichts sein, oder? Vorsichtig reinlinsen, ob hier irgendwelche Katzen rumlaufen. Schachspiel. Neue Schlüssel. Das sieht echt schön aus. Ich sammle übrigens Schachspiele, aber das tut gerade nichts zur Sache. Klingt nach langweiligem Hobby. Okay, ich nutze so eine. Noch einen Schlüssel. Nochmal die Kerze hier rein. Und Batterien. Volle Programm hier. Okay. Ah, wir sollten jetzt mal dann ankehren, ne? Sonst nichts weiter. Ich suche hier noch einen Zettel. Bitte keine Katze. Mietz. Ist da hinten was? Jetzt nur wieder die alten Räume. Jetzt habe ich aber immer noch keinen Zettel, oder habe ich den vorhin übersehen? War ja nur ein Schlüssel. Ach, Leute. Ich gucke erstmal, was da hinten ist. Ach, da liegt nur ein Teppich.
irgendwas übersehen? Muss man hier irgendwas machen? Der Tisch. Nee, aber hier wird auch nichts rot oder so. Warum ich jetzt nach oben gehe, keine Ahnung. Oh Mann. Also sei ich so die letzte Hilfe für Idioten. Die bräuchte ich jetzt. Schlüssel gefunden, aber tja, das ist ja auch falsch. Kannst mir sagen, was du willst. Nochmal runtergehen? Oder was war denn hier mit der Tür? Das war ja der andere Flur. Ja, mal gucken, was der Clown macht. Ich weiß es nicht, ob man jetzt doch oben bleiben müsste oder nicht. Und vielleicht soll man einen zweiten Hinweis bekommen. Da gibt es immer nur einen pro Tag. Wir könnten hier nochmal die Türen durchschauen. Aber der wird wahrscheinlich auch nichts mehr sagen. Hier ist kein Zettel. Nee. Also wenn da jetzt nichts zu finden ist, YouTube, dann machen wir erstmal Schluss. Das sind jetzt meine Schritte. Ja. Hilft nichts. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich kann hier nichts übersehen haben. Von da sind wir doch reingekommen, ne? Das Schachspiel gesehen. Die ist uns doch dann auch hier. Ich habe keinen Zettel sehen. Echt komisch. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen und keine Ahnung. Vielleicht sollte ich mir jetzt mal irgendwie einen Tipp holen. Ich weiß es nicht.
Macht's gut.